Meine Güte, hallo allerseits, was für ein Tag. Ich weiß ja nicht, wie es euch ergangen ist, aber es gibt ja so Tage, die möchte ich zumindestens, also ich ganz persönlich, einfach so rot durchkreuzen und wieder vergessen. Der heutige Tag gehört definitiv zu solchen Tagen, zu dieser Gruppe an Tagen. Bei mir ist heute wirklich so ziemlich alles irgendwie querbeet gegangen, was nur ging. Also wirklich alles querbeet. Das war von Kleinigkeiten bis großen Hammerdingern. Das Schärfste war wirklich für mich jetzt persönlich, ich habe heute eine WordPress-Installation gemacht. Normalerweise, ich mache es nicht jeden Tag, also brauche ich so ein bisschen Zeit, so halbe Stunde, dreiviertel Stunde brauche ich schon, um so eine WordPress-Installation aufzusetzen. Ich habe mich immer wieder den gleichen Fehler gemacht. Ich weiß nicht, wie oft ich diese Installation wieder deinstalliert habe und wieder neu installiert habe. Stunden später, der Vormittag war hinüber, der halbe Nachmittag war hinüber und dann endlich fand ich den Fehler. Aber es ging Stunden ins Land und das war so eine Spitze von vielen heute. Also heute war wirklich ein Tag. Aber sei es drum. Ich bin anscheinend auch nicht der Einzige, wenn ich so. Ich habe vorhin einmal kurz in den Nachrichten gesappt, was so aktuell so ist. Und da habe ich auch so einige Kommentare gesehen, was mich auch nur noch den Kopf schütteln lässt, so was so bestimmte Leute so von sich geben. Ja, aber gut. Alltagsleben in Deutschland. Ja, also wie gesagt, mein Tag war heute etwas chaotisch. Dementsprechend habe ich zwar alles soweit fertig, was ich euch zugesagt habe, was ich heute mache. Also sprich, es geht heute um Trolle und ich gebe auch noch einen kurzen Ausblick auf die Sonderausgabe meiner Funkenpost bezüglich Frauenhass und Rassismus und wie man sich dagegen positioniert und wie man sich und seine Familie dabei schützt. Das kommt alles. Was allerdings nicht geklappt hat, und das ärgert mich sehr, mir fehlte aufgrund dieser Installationsgeschichte und hin und her und immer wieder neu installieren, fehlte mir die Zeit, ein Anmeldeformular fertig zu machen. Ich habe mir gedacht, das Thema Trolle und auch das Thema, wie geht man mit Hate Speech, also mit Hassrede um in den sozialen Medien und überhaupt im Internet, wie gehst du damit um? Wenn du oder deine Familie oder deine Freunde oder auch ein völlig Fremder blöd von der Seite angemacht wird. Und zwar unterhalb der Gürtellinie und man ihn bedroht oder sie bedroht. Wie gehst du damit um? Das sind ja nun Sachen, die uns leider heutzutage ständig begegnen. Also macht es Sinn, sich damit zu beschäftigen. Ich habe mir gedacht, heute dieses Netzspeech, die Einführung. Jede Menge Informationen, jede Menge Beispiele auch wieder, kannst du sofort nutzen. Wenn du es vertiefen möchtest, hast du dann noch die Möglichkeit, in ein Webinar reinzugehen. Und dafür war das Anmeldeformular gedacht, was ich denn dann auch morgen, spätestens übermorgen nachreiche. Also ich hoffe, dass ich das heute Nacht auf die Reihe bekomme und dass mein Zahlungsanbieter Digistore24 mir möglichst schnell alle Grafiken und auch meine Verkaufsseite freigibt, damit du dann ab morgen Abend dann die Fortsetzung sozusagen, den Aufbau in Sachen Trolle und Umgang mit Trollen dann buchen kannst, wenn du das möchtest. Also, entschuldigt, wollte ich fertig haben, aber das Leben wollte es anders. So. Das war meine Geschichte, musste ich jetzt mal loswerden, musste auch mal sein, weil das war heute wirklich ein Tag. Aber gut, ich weiß ja nicht, wie eurer war, vielleicht war eurer genauso bescheiden. Jetzt geht's los mit der PDF. Ich habe ja mal wieder eine PDF gemacht. So, jetzt darf ich wollte jetzt gerade sagen, erinnert mich daran, dass ich euch das zeige. Scherz, geht ja wieder nicht. Ihr seid ja noch gar nicht mit mir verbunden. Auch das wird sich ändern. Auch das werde ich dann über Einbindeformulare, Anmeldeformulare regeln. Netzsprech weiterhin kostenfrei. Keine Sorge, ihr braucht da ja nichts für zahlen. Das ist ja gerade, dass das jeder davon profitieren soll. Mir geht es allerdings darum, dass wir mehr in die Interaktion treten können, dass ihr euch also anmelden könnt und wir dann hier
Bildschirm an Bildschirm miteinander dann auch mal zu dem einen oder anderen Thema uns direkt austauschen können, wenn ihr wollt. Entweder nur per Chat, wer möchte, oder wer möchte dann auch per Videokamera und per Ton oder nur per Ton. Könnt ihr halten, wie ihr wollt. Die Möglichkeit besteht dann. Ihr habt dann die Möglichkeit, euch dann auch anzumelden. Auch das mache ich dann morgen fertig. Wollte ich heute alles fertig haben, aber ja, WordPress war anderer Meinung. So ist das manchmal. Gut, also jetzt teile ich mal meinen Bildschirm. Jawohl, perfekt. Jetzt könnt ihr mich sehen, hoffe ich. So, nochmal eben kurz Mikro kontrollieren. Ja, ich sollte auch zu hören sein. Das ist auch schon mal sehr angenehm. Ja, es ist, heute gucke ich mal lieber zweimal, dreimal nach, ob alles in Ordnung ist. So, ja, perfekt, gut. Also, ich habe gestern erstmal eine komplette Steilvorlage nochmal zu dem Thema bekommen. Und zwar war es innerhalb von Facebook. Da habe ich bei einem meiner Facebook-Freunde mitgelesen. Der hatte ein kurioses Erlebnis. Kann ich nicht anders sagen, es war ein kurioses Erlebnis, was er da hatte. Und zwar ging es darum, dass er friedlich stand, in zivil, er ist Pastor, hat zivil gestanden. Und dann kam eine ältere Dame auf ihn zu, sprach ihn sehr erbost an, schimpfte mit ihm. Ich sage jetzt mal nicht worüber, es betraf nicht ihn, es betraf andere Personen und er wäre dafür verantwortlich und er wusste überhaupt nicht, wie ihm geschah. Er kannte weder die Dame, noch wusste er überhaupt, wovon die Dame sprach. Ja, wir sind alle Menschen und er hat das gemacht, was ich in so einem Fall auch gemacht hätte. Er hat erstmal seine völlige Verblüffung dann auch mit uns auf Facebook geteilt und hat dann auch geschrieben, ich weiß bis heute nicht so richtig, was ich denn nur eigentlich getan habe. Dann haben wir alle, also ich nicht, ich habe noch nicht dazu geschrieben, ich habe nur mitgelesen bisher wegen Zeitmangel und habe dann auch genau das Gleiche gedacht, was dann auch viele andere geschrieben haben. Es war eine kuriose Situation, es war eine Situation, wo man dann auch denkt, okay, falscher Fuß, falsche Person, falscher Ort. Zur falschen Zeit am falschen Ort gewesen. Na gut, ist uns, glaube ich, allen schon mal so gegangen. Aber unter anderem hat dann einer der Mitlesenden und Mitdiskutierenden einen Satz geschrieben, der ganz deutlich ein Problem aufzeigt bei der Definition von Trollen. Und zwar war der Kommentar, ich werde mal eben kurz einmal hier, Trolle gibt's eben auch im echten Leben. Das war der Kommentar. Und dieser Kommentar hat gleich mehrere Fehler. In Anführungsstrichen Fehler, ja, falsche Interpretationen meiner Meinung nach. Erstens, gibt es auch im echten Leben? Das ist eine Situation oder eine Formulierung, besser gesagt. Es ist eine Formulierung, ich komme nochmal eben auf größer, ich möchte das nochmal hier in groß mit euch teilen. Ich muss nochmal eben kurz hier mal die Freigabe nochmal stoppen. Es ist eine Formulierung, die mir häufig unterkommt. Das gibt's ja auch im echten Leben. Oder das Internet und die sozialen Medien und das reale Leben. Als wenn das zwei verschiedene Sachen wären. Ja, ich weiß den Ursprung. Als das Internet aufkam und noch nicht so klar war, was ist das eigentlich? Und was soll das alles? Und das alles so ein bisschen so diesen spielerischen Charakter hatte. Es war alles irgendwie so ein bisschen, ja, so boulevardtechnisch einzuordnen. Als das war, gab es etwas, was sich Second Life nannte. Da ging es darum, dass Menschen, ich glaube, das gibt es heute immer noch, da ging es darum, dass Menschen nicht nur zeitweise in eine Rolle schlüpften, sondern sozusagen ihr komplettes Leben neu gestalteten im Internet.
mit Avataren, mit völlig anderen Berufen, mit einem anderen Aussehen, mit einem anderen Geschlecht, mit anderen Hobbys, sich da komplett ausgelebt haben. Und das eben von ihrem Leben in der nicht virtuellen Welt komplett getrennt haben. Und da kommt, glaube ich, immer noch diese Grundeinstellung her, dass es für viele immer noch eine Schwierigkeit darstellt, dass es da überhaupt gar keine Trennung gibt. Es gibt immer noch Menschen, die sagen, das Internet und das reale Leben, das ist beides eins. Das Internet ist Teil des realen Lebens. Und das reale Leben ist Teil des Internets. Man kann nicht beides gegeneinander ausspielen und man kann nicht beides voneinander trennen. Beides ist komplett ineinander verwoben. Das ist eins. Es sind unterschiedliche Aspekte. Genauso wie du als Mensch eben auch physisch einen physischen Körper hast. Und wenn du religiös bist, hast du zusätzlich auch eine Seele. Und wenn du nicht religiös bist, hast du doch zumindest auch einen Verstand, sodass du sagen kannst, es gibt einmal das Materielle und das Immaterielle. Aber du würdest ja auch nicht sagen, mich gibt es einmal Max Meyer in, da ist mein Körper und hier ist Max Meyer, da ist mein Verstand. Würdest du ja auch nicht machen. Also, das ist der erste Punkt. Trolle gibt es eben auch im echten Leben. Das Internet ist das echte Leben. Das ist das Erste, was mir da aufgefallen ist. Das Zweite ist die Definition der Dame als Troll, in Anführungsstrichen. Also das war jetzt nicht böse gemeint, sondern das war einfach so ein scherzhafter Kommentar dazu. Diese Dame ist kein Troll. Das widerspricht der Definition eines Trolls. Jetzt geht's weiter mit der PDF. So, und zwar gibt es da folgenden wichtigen Unterschied. Nicht jeder, der wie ein Troll daherkommt, ist auch einer. Umgangssprachlich wird gesagt, oh, was für ein Troll, wenn jemand aggressiv daherkommt, laut ist, sich einmischt, poltert, dann bekommt der oder diejenige erstmal den Stempel aufgedruckt. Troll. Ist aber nicht korrekt. Es gibt einen Unterschied zwischen Trollen, wütenden und zornigen Menschen und verzweifelten Menschen. Das sind drei sehr unterschiedliche Gruppen. Bei den verzweifelten Menschen ist es so, dass sie unglücklich sind, verzweifelt sind und das loswerden wollen mit der Intention, Leute, mir geht's richtig mies, ich bin verzweifelt, das kann doch alles nicht wahr sein, ich brauche jetzt hier mal Hilfe, warum kriegt denn das keiner mit? Zornig, wütend hat diese Phase mit der Verzweiflung eventuell schon hinter sich oder hat sie komplett übersprungen und ist einfach nur stinksauer. Irgendetwas ist schiefgegangen. Das muss gar nichts mit der aktuellen Situation zu tun haben. Es kann genauso gut auch sein, aufgestanden. Und dann singe ich jetzt mal, guten Morgen, liebe Sorgen, seid ihr auch schon alle da? Habt ihr auch so gut geschlafen? Na, dann ist ja alles klar. Ja, wer das Lied kennt, weiß, was ich meine. Wer es nicht kennt, bitte einmal googeln. Herrlich. Aber das zeigt so ein bisschen die Situation. Man steht schon morgens mit dem falschen Fuß auf und der ganze Tag geht in dieser Art und Weise weiter. Ein Unglück jagt das andere, ein Fehltritt jagt den nächsten. Ja. Und dann ist irgendwann der Punkt gekommen, wo der sprichwörtliche Bleistift runterfällt, das fast zum Überlaufen bringt und die Person explodiert. Und derjenige, der in Reichweite ist, kriegt alles ab. Und im Internet ist jeder in Reichweite.
Und dann kann es eben sein, dass jemand, der morgens ein verbranntes Toast hatte, danach dann angeschrien wurde auf dem Fußballplatz, dann fast einen Unfall hatte, weil ihm jemand die Vorfahrt geschnitten hat, dass derjenige dann nachmittags oder am Abend am PC sitzt, sich über irgendeinen Kommentar aufregt und dann mal richtig vom Leder zieht, einfach um den Frust loszuwerden. Das ist ein zorniger, wütender Mensch. Oder auch, gleiche Kategorie, es ist etwas fürchterlich schiefgegangen. Küche bestellt, Küche geliefert, Küche ist Schrott. Kaputt, nicht richtig installiert, überall Macken, passt nicht so, alles falsch ausgemessen vom Handwerker, also Kunde wütend. Also eine nachvollziehbare Situation. Das eine kann man nicht nachvollziehen, weil man die Vorgeschichte nicht kennt. Das andere konkret kann man nachvollziehen, weil man das Umfeld weiß, man weiß die Zusammenhänge. Und dann haben wir die Trolle. Bei den Trollen geht es um was anderes. Da geht es nicht um eine akute oder mitgeschleppte Situation, sondern da geht es um so etwas wie eine Mission. Und es gibt auch mehrere Arten von Trollen. Sehen wir uns das mal an. Ein Troll ist nicht gleich ein Troll. Es gibt unzählige Arten von Trollvarianten. Und bei jeder einzelnen Trollvariante geht es darum, sie richtig zu erkennen, sie also nicht mit einer anderen Trollart zu verwechseln. Das kann ganz negative Folgen haben, sowohl für den Troll als auch vor allen Dingen auch für dich und für deine Familie. Es geht also darum, den Troll richtig zu erkennen, welche Art Troll ist es, um dann eben auch einzuschätzen, wie ist die Bedrohungslage. Geht es hier einfach nur darum, dass der seinen Schrott bei mir in dem Vorgarten virtuell abladen will und seine Mission ist, was weiß ich, nieder mit allen BMW-Fahrern, es lebe der Mercedes. Oder irgendwas anderes. Gibt da ja unterschiedlichste Trollarten. Oder geht es um etwas Ernsthafteres? Also geht es darum, wie Rassismus, Homophobie, Islamophobie? Geht es darum, um richtigen Hass, um tief sitzenden Hass? Oder geht es um was ganz anderes? Geht es um Geld? Es geht nämlich grundsätzlich erst einmal um zwei grobe Unterschiede. Es gibt den professionellen Troll und es gibt den Troll mit der persönlichen Mission. Das sind die beiden unterschiedlichen Arten. Bei dem professionellen Troll, du siehst, den habe ich so ein bisschen farblos gestaltet, mit voller Absicht. Ein professioneller Troll, dem ist es völlig egal, wen er da gerade irgendwie anschreibt und weswegen er ihn anschreibt. Der bekommt einmal den Auftrag, auf die SPD, mach sie nieder. 2 Stunden später gegen die CDU. Dann mach die Bahn nieder. Dann ist Kreuzfahrtschiffe sind das Ziel. Du siehst also immer so gegensätzliche Dinge. Das macht einem professionellen Troll nichts aus. Dem ist das egal. Der bekommt den Auftrag. Das ist das Angriffsziel. Mission, Zerstörung, leg los. Bei der persönlichen Trollmission ist es was anderes. Der persönliche Trollmission, also die persönliche Trollmission ist, wie ich gerade schon definiert habe, etwas sehr Persönliches. Hängt also mit der jeweiligen Situation dieses Menschen, dieser Person zusammen. Wie tickt der? Was ist das für ein Mensch? Was ist ihm wichtig? Das ist es dann, was die Motivation ausmacht. Beim professionellen Troll
ist die Mission eine andere. Es geht also wirklich darum, erstmal zu gucken, worum geht's hier? Erstens, ist das überhaupt ein Mensch oder ist das ein Bot, mit dem ich da hier gerade zu tun habe? Da gibt es ein paar gute Tricks, um herauszufinden, ob es sich tatsächlich um einen Menschen handelt. Ich mache das ganz gerne so, dass ich das direkt abfrage. Du wirst lachen, wenn es sich tatsächlich um einen Menschen handelt, wirst du möglicherweise erstmal so Standardsätze bekommen, Satzmodule, die vorgefertigt sind. Aber irgendwann, wenn du hartnäckig genug bleibst und dann auch wirklich auf die Tonlage eingehst und dich auf das Spiel in Anführungsstrichen einlässt und bestimmte Fangfragen stellst, kriegst du heraus, ob es sich um einen Bot oder um einen Menschen handelt. Das bekommst du tatsächlich heraus. Das bekommst du auch dadurch heraus, dass du mitbekommst, ob sich die Schreibgeschwindigkeit ändert, ob sich der Stil ändert. Wenn du beispielsweise feststellst, dass es immer wieder die gleiche Art von Rechtschreibfehler gibt oder die gleiche Satzstellung, du dann kritische Fragen stellst, hinterherhackst, darauf reagierst, nochmal hinterherhackst und dann plötzlich in einer anderen Art und Weise geantwortet wird. Dann kannst du davon ausgehen, dass es sich um professionellen, also wenn es jetzt eine gehobenere Sprache plötzlich wird, dass es sich um professionelle Trolle handelt, die jetzt gerade einen Kollegen da dran gesetzt haben, so nach dem Motto, der Mann, die Frau macht mich fertig, ich komme da jetzt irgendwie nicht weiter. Guck du mal, ob du da irgendwie unser Ziel weiterverfolgen kannst. Das findest du wirklich raus. Also das ist eine Frage der Erfahrung, aber das bekommst du tatsächlich raus. Bei der Trolldefinition, also erstmal feststellen, ist es ein Bot oder ist es ein Mensch? Wenn du herausgefunden hast, es ist ein Bot, links liegen lassen. Löschen, 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 melden, löschen, melden, löschen, melden. Das war's. Da brauchst du auch gar nicht irgendwie versuchen, das bei der Online-Wache oder sonst irgendwie bei der Polizei loszuwerden. Vergiss es, das ist ein Bot. Das ist schlecht. Aber wenn es sich um einen Menschen handelt, dann hast du ganz andere Möglichkeiten. Und da geht's dann erstmal darum, festzustellen, ist das ein professioneller Bot? Den darfst du dann nicht persönlich nehmen. Oder geht es um eine persönliche Mission? Wenn es ein professioneller Troll ist, dann sieh das einfach aus einer anderen Perspektive, geh einen Schritt zurück und stelle Folgendes fest. Diese Person, die auf der anderen Seite des Bildschirms mich gerade angreift, tut es nicht wegen mir, tut es auch nicht wegen diesem speziellen Thema, auf dem gerade herumgehackt wird, sondern tut es, um Geld zu verdienen. Armes Würstchen. Wer so sein Geld verdient, so sein Geld verdienen muss, hat entweder keinerlei Charakter oder keine andere Möglichkeit, um irgendwie Essen für sich und seine Kinder auf den Tisch zu kriegen. Und schon nimmst du das Ganze weniger persönlich und fühlst dich weniger angegriffen. Wenn du feststellst, es ist kein professioneller Troll, sondern es geht um eine persönliche Mission, geht es dann auch tatsächlich bei dir ins Persönliche, weil es dann um ein Thema geht, das dir am Herzen liegt, das angegriffen wird oder du wirst persönlich angegriffen oder deine Freunde und Familie werden persönlich angegriffen. Das ist eine andere Hausnummer und das fühlt sich auch anders an. Das fühlt sich ganz anders an. Wenn du weißt, Geld, dann bist du denjenigen auch irgendwann los. Bei den professionellen Trollen ist es wirklich so, die haben ihre Mission und entweder schaffen sie die Mission, dann kriegen sie ihr Geld oder sie schaffen die Mission nicht, dann kriegen sie eventuell ihr Geld trotzdem, aber die Agentur, die sie beschäftigt, kriegt dann weniger Geld oder es wird nochmal zu einem späteren Zeitpunkt nochmal angesetzt. Kann sein, dass die wiederkommen, aber muss nicht. Es kann wirklich sein, dass gerade irgendwo ein Thema hochkocht und dann gesagt wird, so bei diesem Thema, da wird jetzt politisch mit eingegriffen, aus welcher Richtung auch immer. Und da mischen wir mit und da wollen wir beeinflussen.
Und da guckst du mal einfach nach bestimmten Hashtags, da suchst du nach bestimmten Stichwörtern, da guckst du nach Headlines und da wird dann drauf reagiert und zwar massiv. Aber irgendwann ist die Welle dann auch vorbei. Also bei den Professionellen, c'est la vie. Es kommt und es geht. Wie jede Plage. Bei den Trollen mit der persönlichen Mission ist es was anderes. Denn da spielen bei dieser Person, bei diesem Troll, die eigenen Gefühle eine ganz große, entscheidende Rolle. Das kann unterschiedlich von der Quelle her sein. Es kann sein, leichte Empörung, so ein bisschen mit der rosaroten Brille. Da schreibt jemand was und das hört sich im ersten Moment richtig an. Und da bin ich aber auch empört und da komme ich dann mit. Und alle anderen sind ja auch der Meinung, dass das ganz blöd ist, dass das ganz doof ist. Und dann muss ich mich ja auch zu äußern. Ich finde das ja auch ganz doof, ohne die Hintergründe zu kennen. Oder es kann eben auch sein, dass jemand einen Hass auf irgendein bestimmtes Thema hat. Wer länger schon mich kennt, der weiß, dass ich ja 2013 als erstes mit einem Online-Magazin begonnen habe. Da hatte ich jetzt, ich habe jetzt letztens geguckt, da habe ich immer noch so 3200 Fans auf der Fanpage hier auf Facebook, die ich seit 2017, September 2017 hatte ich den letzten Post. Seither habe ich es deaktiviert, aber ich habe noch diese recht große Fangemeinde dort auf dieser Fanpage. Die habe ich mir hart erarbeitet. Ich werde sie auch noch irgendwie einbinden. Ich bin immer noch nicht so richtig glücklich mit der Art und Weise, wie ich sie einbinden kann. Aber im Zusammenhang mit diesem Online-Magazin, bei denen es um Tiere ging, wo eben das Thema Zoos mein Thema ist, Zoos, Tierparks, Zirkusse, da waren auch Gegner von Zoos, Gegner von Tierparks, Gegner von Zirkussen, sowieso Gegner von allem, was irgendwie mit Tierhaltung zu tun hat. Das ist eine legitime persönliche Haltung. Aber da gibt es dann eben auch Personen, die bestimmte Grenzen überschreiten, die dann eben der Meinung sind, alle Menschen müssen vegan sein oder wenigstens Vegetarier. Und wer nicht genauso denkt und nicht genauso tickt, wie sie es gerne hätten, ist der Feind und wird so richtig angegriffen. Also in dem Zusammenhang habe ich persönlich auch Morddrohungen erhalten, die ich dann auch zur Polizei und zur Staatsanwaltschaft gegeben habe. Also da würde ich dann mal sagen, das war ein Troll in persönlicher Mission. Ich habe mich da auch mit der einen oder anderen Organisation aus dieser Richtung angelegt. Es gibt ja Umweltschutzorganisationen und Tierschutzorganisationen, die ich sehr unterstütze, die ich sehr schätze, NABU, WWF. Das sind Organisationen, wo ich sage, die sind real, die arbeiten gut mit anderen Organisationen zusammen und die haben vor allen Dingen das Ziel, etwas für die Tiere und für die Umwelt zu tun. Es gibt andere Organisationen, da habe ich eher so das Gefühl, da geht es darum, die eigene Mission zu erfüllen. Und die besteht eben nicht darum, etwas zu schützen, sondern die geht, vor allen Dingen dreht es sich dabei darum, andere niederzumachen, möglichst zu zerstören, um das eigene Weltbild irgendwie zu rechtfertigen. Und das, ja, das ist so diese Unterscheidung zwischen dem professionellen Troll und eben dem Troll in persönlicher Mission. Da auch komplett in Rot gehalten, auch mit voller Absicht von mir so gezeichnet, einfach deswegen, weil das von oben bis unten voller aggressiver Emotion ist. Wenn du mit Trollen zusammengerätst, also zusammenrauscht, egal ob jetzt professioneller Troll oder aber auch persönlicher, also Troll in persönlicher Mission. Völlig wurscht, Schnuppe und egal. Trolle kennen kein Maß und kennen auch keinen Anstand.
Die kennen keine Grenzen. Die haben ihr Ziel, sei es jetzt, ich muss das Ziel erreichen, damit ich das Geld kriege, oder ich muss das Ziel erreichen, weil alle anderen meine Feinde sind. Völlig egal. Das Ziel wird verfolgt und für das Ziel wird alles getan. Egal, was für Folgen das für den Gegenüber hat, für das Gegenüber hat. Das Ziel ist nämlich dann alles, was interessiert. Also entweder das Geld oder aber die Durchsetzung der eigenen Ideale. Der Weg dabei ist immer teilen und herrschen. Wenn du schon einmal eine Trollattacke erlebt hast, entweder warst du vielleicht selber mal Ziel oder du hast mitbekommen, wie jemand zum Ziel einer Trollattacke wurde, dann wirst du das mitbekommen haben, dass es immer mit einer Person anfängt. Eine Person kommt, die handelst du, dann bekommt die Person mit, alleine komme ich da nicht weiter, entweder weil der Seitenadmin dementsprechend vorgeht oder weil auch die Community sich dagegen stellt und den Rücken stärkt, kommen da alleine nicht gegen an. Also werden zwei Dinge veranlasst. Erstens Verstärkung, Verstärkung, Verstärkung. Ich hatte plötzlich Leute auf meiner Fanpage damals, die waren in keinster Weise an Zoos interessiert, die waren auch in keinster Weise an Tierparks interessiert, waren aber der Meinung, unbedingt auf meiner Seite sich äußern zu müssen, dass alles so furchtbar schrecklich ist. Also ich persönlich mag keinen Motorradsport. Ich käme nicht auf die Idee und würde dann in irgendeine Motorradsportveranstaltung gehen, mich davor mit der Mannschaft hinstellen, die anbrüllen und sagen, alle Scheiße hier, wie könnt ihr das machen? Irgendwie hätte ich Besseres in meinem Leben zu tun. Trolle nicht. Also das ist einfach so. Das ist das Erste. Sie kommen nicht alleine, sondern einer fängt an und dann wird geguckt und dann werden Gesinnungsgenossen und Genossinnen alarmiert. Ich habe das wirklich mal, in dem Fall habe ich das tatsächlich mal nachvollzogen. Ich habe die Spur verfolgt. Ich habe mir genau angesehen, wer hat angefangen, welche anderen Personen kamen dazu, wie haben die innerhalb ihrer eigenen Chroniken über die Situation bei mir auf der Fanpage gesprochen, wie haben die sich dort geäußert und wie haben die sich vor allen Dingen organisiert. Herrlich. Also ich habe da den ein oder anderen Einblick gewonnen und habe auch den ein oder anderen Einblick in bestimmte Organisationen gewonnen. Wer so mit wem zusammenhängt und warum und wie da so die Ströme fließen. Es ist schon interessant, das mal einfach mal mitzubekommen, weil du dadurch dann auch die Möglichkeit hast, da besser drauf zu reagieren. Das ist also das eine, sie kommen nicht alleine. Das zweite, es wird geguckt bei Thema X, welches Thema es auch immer ist. Und dann wird so ein bisschen von der Seite reingegangen. Es wird der minimale Konsens genutzt. Beispielsweise, ich will nicht immer nur den Tierschutz nehmen, wobei mir das jetzt persönlich sehr, sehr, sehr um die Ohren geflogen ist, vermeintlich von dieser Seite aus. Aber ich möchte mal ein anderes Bild nehmen. Nehmen wir mal den Impfschutz. Auch ein heißes Thema in Deutschland. Impfschutz, ja oder nein? Impfpflicht, ja oder nein? Da sind ja auch die Gemüter sehr hochgegangen. Meine persönliche Position, ich bin definitiv für die Impfung. Schon immer gewesen, auch als Kind. Ich habe auch sämtliche Impfungen, die ich kriegen konnte, habe ich auch mitgemacht. Also, ich bin definitiv pro Impfung. Ich habe nur eingeschränktes Verständnis dafür, wenn jemand sich dagegen stellt. Aber grundsätzlich, solange keine anderen Personen gefährdet werden, die Person dann irgendwo
darauf achtet, niemanden anzustecken, ist es in gewisser Weise noch zu tolerieren. Jetzt nehmen wir mal an, es gibt eine Seite, auf der dieses Thema heiß diskutiert wird. Und dann berichtet eine Person von einem Impfschaden, der entstanden ist. Entweder im eigenen Umfeld oder im Umfeld einer Person, die sie kennt, oder im Umfeld einer Person, die jemanden kennt, die jemanden kennt, die jemanden kennt. Also irgendwo über drei Ecken irgendwo mal was mitbekommen. Person, in der Regel ist es dann ein Kind, wurde durch Impfung geschädigt, wird jedenfalls erstmal so behauptet. Ob das so ist oder nicht so ist, das ist erstmal eine verbale Äußerung, dass dem so sei. Fakten werden nicht vorgelegt. Auch das ist eine typische Art und Weise, dass keine Belege vorgelegt werden. Es gibt keine Untermauerung durch Fakten. Es gibt keine Untermauerung, die man in irgendeiner Weise nochmal neutral nachvollziehen kann. Sondern es wird erstmal eine Behauptung in den Raum gestoßen, die emotional beladen ist, und zwar in einer Weise emotional beladen ist, die Mitgefühl hervorruft. Sei es jetzt, mein Kind ist schwer krank dadurch geworden, dann kommen natürlich die menschlichen Reaktionen des Bedauerns, des Mitgefühls, dass man hofft, dass es dem Kind bald besser geht und so weiter und so weiter. Auf dieser Welle des, hier ist etwas passiert, was für mich persönlich ganz schlimm ist, andere empfinden mit, wird dann aufgesprungen und das Ganze wird gedreht vom Mitgefühl und Mitempfinden in die Richtung, wo ist der Schuldige? Da ist der Schuldige. Und da wir alle frustriert sind und nicht wissen, wohin mit unseren Gefühlen und das nicht verbal irgendwo verarbeiten können, müssen wir jetzt auf irgendjemanden drauf lospreschen und jemanden verantwortlich machen und zur Verantwortung ziehen. Und da ist dann irgendjemand, der als Feind deklariert wurde, ist dann natürlich die richtige Zielperson, richtig in Anführungsstrichen. Das ist also so diese zweite Methode, dass eine in sich geschlossene Gruppe, beispielsweise eben diese Gruppe, in der sich momentan über das Thema Impfschutz unterhalten wird, hineingegangen wird und dann eben die Gruppe an sich geteilt wird in unterschiedliche Mengen. Also sagen wir, alle sind im Grunde genommen erstmal pro Impfpflicht, aber, und dann kommt der Haken und dann wird so ein bisschen separiert, dann wird die separierte Gruppe immer größer und größer und größer, bis im Grunde genommen nicht eine Gruppe mehr vorhanden ist, keine homogene Gemeinschaft mehr, sondern es um ganz viele Fronten geht. Und das ist auch gewollt. Das ist im Grunde genommen das Umdrehen von Personen zum eigenen Zweck hin. Das ist dieses Phänomen des Teilens und Herrschens, das Trolle sehr, sehr gerne nutzen. Und sie kämpfen nicht fair, in keinster Weise. Das heißt, es wird nichts belegt. Es gibt keine Möglichkeit, etwas neutral irgendwie nochmal nachzuvollziehen. Es werden Behauptungen in den Raum geschmissen. Es wird auch bewusst gelogen. Übertrieben sowieso, aber es wird auch gelogen, es wird diffamiert, es wird jemand persönlich angegriffen, es wird auch unter die Gürtellinie gegangen, es wird wirklich schäbig. Es wird einfach schäbig. Es wird so schäbig, dass das Gegenüber einfach daran kaputt gehen kann im schlimmsten Fall. Es kommt auch immer darauf an, bei wem sie landen. Ich kenne so einige, die wirklich völlig am Ende sind, wenn sie mit sowas konfrontiert werden. Ich pelle mir da ehrlich gesagt eher ein Ei drauf. Ich gehe da schlicht und ergreifend gegen vor. Ich schätze dann immer so ab, okay, was ist das hier jetzt gerade? Ist das jetzt einfach jemand, Marke Rose, rote Brille, läuft einfach mit und macht Radau? Ist das jemand,
der jetzt gerade in einer persönlichen Mission unterwegs ist, nieder mit allen, die Pelz tragen. Ist das jemand, der gegen konventionelle Landwirtschaft ist und dementsprechend gegen alle Landwirte zum Kampf aufruft und sagt, wir müssen die Ställe niederbrennen und ähnlichen Schwachsinn? Was ist das für eine Person? Wie stark ist das? Und ist das jetzt einfach eine Äußerung aus dem Moment heraus oder ist das tatsächlich die innere feste Überzeugung dieser Person? Also auch da mein Tipp, wenn euch sowas passiert, geht einfach mal auf die persönliche Chronik, in die jeweiligen Gruppen, schaut euch an das Umfeld, was wird da normalerweise gepostet? Ist das so die Grundtendenz? Ist derjenige so drauf oder ist das einfach jetzt mal aus der Situation heraus, dass da jetzt gerade so was hochkocht besonders? So ein Grundrauschen sowieso vorhanden, aber jetzt gerade mal so ein Peak, so eine Spitze im Verhalten. Oder ist das jemand, der tatsächlich zur Gewalt neigt, zur Gewalt auch aufruft, Gewalt beschönigt, bevorzugt, fordert, sich wünscht? Also wirklich schauen, wer oder was ist das? Und einfach überlegen, was muss ich jetzt tun? Muss ich da jetzt irgendwie wirklich hart drauf reagieren? Sprich Anzeige, also sprich Sicherung, Anzeige, Staatsanwalt, Zivilklage hinterher, das volle Programm? Oder ist das eher sowas, wo du sagst, ja, krieg dich wieder ab, kriegst ein paar Kontrasachen und dann verschwinde hier von meiner Seite, verschwinde aus der Gruppe? Ist eine Abschätzungssache, ist eine Abwägungssache und auch da sage ich, es hängt immer davon ab, was du gewohnt bist, was du in deinem Leben schon erlebt hast, was dir alles schon untergekommen ist. Ich wurde auch im nicht-digitalen Leben schon des Öfteren von verschiedenen Leuten in einer Art und Weise angegangen, wo ich dann auch gesagt habe, ja, also Kinderstube hatte man dann wohl nicht, wo ich dann also auch, ich habe es mal erlebt, also ist so typische Sachen, wer so im Tourismus auch mal gearbeitet hat, der weiß, wovon ich rede. Gast ist immer König, Gast hat immer Recht, auch wenn Gast sich benimmt wie der letzte Mensch, der irgendwie mal geboren worden ist. Ja, also es war schon spannend. Also angefangen von, ja, so das Übliche von mit dem Anwalt drohen, damit drohen, dass man eine Granate ins Kassenhäuschen wirft, wo man gerade kassiert hat, Zigarettenstummel nach einem geworfen, angespuckt, von einem Kind angepinkelt worden, fand ich auch ganz witzig, in Anführungsstrichen. Mutter mit kleinem Kind, dass das Kind ins Blumenbeet direkt vor dem Bürogebäude gehalten hat, woraufhin ich dann darauf aufmerksam machte, dass die Toilette 5 Meter weiter war und ich mich dann habe anblöffen lassen. Und dann wurde das Kind geschwenkt in meine Richtung. Das sind so Situationen, wo einem dann nur Geigenhumor hilft und immer frische Kleidung im Auto dabei haben. Also das sind dann so Situationen, wo ich denke, ja, also manche Menschen haben den Schuss doch irgendwie nicht gehört. Aber gut. Also das ist einfach, die Trolldefinition ist auch einfach so, dass sie sich so in ihre Mission hineinsteigern, dass es ihnen egal ist, was bei dem anderen gegenüber passiert. Im Gegenteil, das finden sie sogar toll. Also umso mehr das Gegenüber geängstigt wird, verschreckt ist, Verhalten irgendwie ändert, Angst hat, umso toller finden die Trolle das, weil es ist dann so ein persönliches Erfolgserlebnis. Die müssen wenig zu tun haben in ihrem Leben. Aber das ist dann so der Moment, wo sie sich dann ja groß vorkommen in irgendeiner Weise. Es ist also, es ist wie bei so einem
Ja, im Grunde genommen ist es ein Zeichen von sehr geringem Selbstwertgefühl, wenn man sich das genauer betrachtet. Aber es ist leider so und das nimmt leider zu. Es gibt anscheinend sehr viele Menschen, die nicht die Möglichkeit haben, sich über andere Erfolge irgendwie zu definieren. Ich habe auch das Gefühl, dass das so ein bisschen zugenommen hat, wobei ich nicht der Meinung bin, dass das mit dem Internet zu tun hat, sondern ich bin der Meinung, das hat eher was damit zu tun, wie unsere Gesellschaft so ein bisschen tickt. Also ich bin damit noch groß geworden, dass ich mich nicht über meinen Beruf definieren sollte. Also mir ist tatsächlich immer wieder beigebracht worden von meiner Oma, du machst das, was du tust, weil du es für richtig hältst und nicht für irgendwen anderen. Und du arbeitest, weil du das machen möchtest und du übst diesen Beruf aus, weil du den ausüben möchtest und nicht, weil es irgendwie erwartet wird. Und wenn es das nicht ist, mach was anderes. Mach das, was du für richtig hältst. Also das ist irgendwo eine andere Einstellung gewesen. Und die scheint heutzutage immer mehr verloren gegangen zu sein. Na gut. Also so eine grundsätzliche Definition, so eine Unterscheidung für dich ist, ein normaler Mensch sucht den Dialog. Egal wie brastig die Person ist. Also nehmen wir mal an, im normalen Kundenverkehr oder wenn du Pastor bist, im normalen Gemeindeleben, jemand hat was falsch in den falschen Hals gekriegt. Ein Kunde ist unzufrieden, weil ja, die Qualität des Stoffes der Hose nicht so war, wie sie oder er sich das vorgestellt hat. Ein Gemeindemitglied ist höchst unzufrieden, weil du nicht den angekündigten Predigttext genommen hast, der jetzt eigentlich an diesem Sonntag dran gewesen wäre, sondern du hast dich für ein anderes Thema entschieden, das jetzt gerade aktuell wichtiger war aus deiner Sicht. Das ist ja Kanzelrecht. Aber das dann dem Gemeindemitglied so verständlich zu machen, ist dann auch nicht so ganz einfach. Also das ist einfach aber noch so vom Ansatz her möglich. Denn die Person hat dann ein Anliegen. Kundin, falscher Stoff, schlechter Stoff, das ist ein Problem, ich will das Problem gelöst haben. Gemeindemitglied, ich bin unzufrieden, weil jetzt nicht das kam, was ich mir vorher vielleicht durchgelesen habe und worauf ich mich schon innerlich darauf vorbereitet habe, sondern es wurde ein ganz anderes Thema genommen. Das ist jetzt mein Problem und das will ich jetzt auch gelöst haben. Wie komme ich denn da jetzt zu einer Lösung? Und für beides gibt es eine Lösung. Also bei dem Stoff ganz klar, wie wäre es mit einer anderen Hose? Suchen Sie sich was aus, entschuldigen Sie, haben Sie einen Gutschein in irgendeiner Form? Und im Falle der Predigt dann eben auch die Möglichkeit, da nach dem Gottesdienst noch ein Gespräch anzubieten oder anzubieten, dass derjenige dann seine Gedanken äußert, was hatten Sie sich denn vorgestellt, wieso ist Ihnen das Thema denn so wichtig und so weiter. Das brauche ich dir jetzt nicht großartig erklären. Das ist der normale Gemeindekontakt, den du dann hast zu deinen Gemeindemitgliedern. Dann gibt es den Unterschied beim Troll. Der hört nicht zu und der will auch nicht reden. Für Gespräche sind es ja immer zwei, also mindestens zwei Seiten. Können auch mehrere Seiten sein, aber Minimum zwei Seiten. Minimum einem Dialog. Ergo, also mindestens zwei Personen, die miteinander kommunizieren, indem sie sich gegenseitig zuhören, sprechen, zuhören. Troll führt Monologe. Das hast du vielleicht auch schon auf der einen oder anderen Kommentarseite mitbekommen. Dann wird ein Thema angegangen, Coronavirus. Und plötzlich geht es nicht mehr um Coronavirus, sondern es geht plötzlich um, was weiß ich, darum, dass im Fußball auch nicht mehr alle so spielen, wie sie vor 30 Jahren mal gespielt haben. Völlig am Thema vorbei. Aber die Person redet und redet und redet an sämtlichen Themen vorbei, immer wieder einfach, um ihre persönliche Frustration loszuwerden und um ihre Mission zu erfüllen, die eben darin besteht, zu zerstören und in dem Fall eben auch den Kommunikationsfluss zu stören, die Gespräche in der Community, die Gespräche in den Kommentaren zu stören, zu zerteilen, in Gruppen aufzuteilen.
Ein normaler Mensch stellt dir Fragen. Der wird dann sagen, sagen Sie mal, warum? Wie kann denn das passieren, dass diese Hose in der falschen Farbe angekommen ist? Ich habe doch extra gesagt, ich möchte Bordeaux-Rot haben. Das ist doch kein Bordeaux-Rot. Und hört dann aber auch irgendwann mal zu. Der hört oder die hört irgendwann mal zu und lässt dich antworten. Und reagiert dann wieder auf deine Antwort. Der Troll ist gar nicht an den Antworten interessiert. Der ist überhaupt nicht daran interessiert. Der stellt eine Frage nach der anderen, nach der anderen, nach der anderen, hat in der Regel auch schon Textbausteine vorformuliert, die er dann einfach nur kopiert und reinschmeißt in den jeweiligen, ja, Feed, in den jeweiligen Kommentarstrang, ohne dass er sich die Mühe macht, sich die Antworten durchzulesen. Vielleicht wird dann nochmal gescannt nach irgendwelchen Schlagwörtern und dann wird wieder das nächste Modul an Textbausteinen wieder hineingeschmissen. Und er hört nur sich selbst zu. Also er hört nur sich reden und gibt sich selber schon die Antworten auf seine Fragen. Das ist also tatsächlich ein innerer Monolog, den der Troll führt. Also, das, im Grunde genommen könnte diese Person sich auch in irgendeinen leeren Raum hineinstellen und es wäre genau das Gleiche. Es würde genau das Gleiche an Text kommen. Da er komplett auf seine eigenen Fragen selbst antwortet. Also nicht einen Dialog mit dir führt, kein Gespräch mit dir führt, sondern ein Gespräch mit sich selbst führt. Sich selbst Fragen stellt, vermeintlich an andere, aber Fragen formuliert in den Raum wirft, auf die er sofort auch seine eigenen, selbst ausgedachten Antworten hinterher schmeißt. Das ist ein Troll. Bei normalem Mensch, da wirst du Wellenbewegungen feststellen. Die können manchmal sehr, sehr eng sein, also mit einer starken Taktung, mit einer starken Frequenz oder auch sehr lang. Kommt drauf an, wie zornig, wie sauer die Person ist. Wenn du im Kundenmanagement jemals tätig warst, dann wirst du das kennen, dass jemand reinkommt oder zum Hörer greift oder zur Tastatur und dich wie auch immer anbrüllt, weil die Person richtig sauer ist. Und du kriegst es jetzt erstmal ab. Und dann gilt es erstmal, den ersten Schwung an Emotionen aufzunehmen und durchfließen zu lassen. Also nicht in dir zu lassen, sondern wirklich einmal durchlaufen zu lassen, zur Kenntnis zu nehmen, okay, mein Gegenüber ist jetzt richtig sauer. Ich nehme es zur Kenntnis, ich lasse es aber nicht in mich hinein, sondern ich reagiere in möglichst angemessener Art und Weise darauf. Wird dir nicht immer gelingen, ist auch mir nicht immer gelungen. Kann ich nicht behaupten. Also auch ich bin tatsächlich wie jeder andere Mensch da auch genauso gestrickt, irgendwann ist der Punkt erreicht, wo bei mir der Tropfen da ist, der das Fass wirklich zum Überlaufen bringt. Und dann, dann verliere auch ich leider die Kontenance. Im Laufe der Jahre ist es weniger geworden, aber dennoch, es passiert ab und zu, wenn bestimmte Punkte angetriggert werden. Ich arbeite daran, empfehle ich dir auch. Einfach dran arbeiten. Es ist wirklich so, dass das erste Gedöns, was dir entgegenschwappt, ein Riesenschrei ist, der dich da trifft. Wieso, weshalb, warum? Unverständnis, Zorn, Wut, Frustration, vielleicht auch Hass in dem ersten Moment prallt auf dich ein. Und jetzt kommt es drauf an. Wenn du auf die gleiche Art und Weise antwortest, kannst du nicht mehr unterscheiden, ob dein Gegenüber ein Troll ist oder ein normaler Mensch.
Die Reaktion deutet ja erstmal darauf hin, also die Aktion dieser Person deutet ja erstmal darauf hin, es könnte ein Troll sein, vom Auftreten her. Und es ist dann deine Aufgabe herauszufinden, ist es ein Troll oder ist es, du erinnerst dich an eine der ersten Folien, nicht der Troll ganz links, sondern in der Mitte der zornige, wütende Mensch oder ganz rechts der verzweifelte Mensch. Was ist es? Und das findest du nur heraus, wenn du möglichst ruhig nachfragst. Also den Zorn aushalten und dann eine Nachfrage stellen. Und zwar, indem du aktiv zugehört hast und aktiv zusammenfasst, was dein Gegenüber sauer aufgestoßen ist. Also, sie sind nicht zufrieden damit, dass ich ihnen diese Hose gegeben habe, weil die Farbe ihnen nicht gefällt und der Stoff nicht ihren Ansprüchen genügt. Sie hätten gerne einen festeren Stoff und sie hätten gerne einen anderen Rotton gehabt und ich hatte das falsch verstanden. Habe ich das so richtig zusammengefasst? Daraufhin ist dein Gegenüber ruhiger. Er ist in die Situation gekommen, alles Mist gelaufen, alles blöd gelaufen, die haben mich völlig falsch verstanden. Nein. Aufregung. Das ist dann aber ein normaler Kunde, wenn du den dann abholst und sagst, zusammenfasst nochmal, was die Person dir gesagt hat und dabei ruhig bleibst, wird die andere Person automatisch runterkommen, sich beruhigen, dann wiederum eine Antwort geben, nochmal eine Nachfrage stellen, wie konnte sowas passieren oder ähnliche Dinge. Und dann kannst du darauf wieder regulierend antworten. Das Ganze wird von einer schnellen Taktung übergehen in eine langsamere und abnehmendere Wellenbewegung. Beim Troll hast du sofort die Erkenntnis, wenn dir jemand als Troll gegenübersteht und dir aggressiv entgegenschreit und du dann auf die eben gerade beschriebene Art und Weise agierst, indem du nochmal zusammenfasst und ruhig reagierst und darauf eingehst und du dann eben weder beim ersten noch beim zweiten und auch nicht beim dritten Versuch das erreichst, was du bei einem normalen Kunden erreichst. Also 3 Versuche würde ich immer machen. Wenn du 3 Versuche gemacht hast, mit der Person zusammenfassend zu erklären und nochmal zu signalisieren, ich verstehe den Punkt, den sie gerade angebracht haben, lassen sie uns über das Sachliche miteinander sprechen und ich kann nachvollziehen, warum ihre Emotionen gerade so negativ sind. Wenn das Gegenüber nicht darauf eingehen kann oder nicht darauf eingehen will, auch nicht, wenn du das mehrfach anbietest, dann kannst du davon ausgehen, dass es tatsächlich ein Troll ist, dem es völlig wurscht ist, was du sagst, dem ja eben deine Antworten völlig gleichgültig sind, weil er ja auch gar nicht an deinen Antworten und auch nicht an einer Lösung interessiert ist, sondern nur daran interessiert ist, sich selbst zu bestätigen und die eigene Ansicht zu bestätigen. Also die eigenen Fragen und die eigenen Antworten von deiner Unfähigkeit nochmal verstärkt zu sehen. Das ist das Ziel bei Trollen. Und es geht dann immer um diese Schlagwortreaktion. Dadurch, dass da nicht zugehört wird, dadurch, dass da nicht geschaut wird, wie, wieso, weshalb, warum etwas passiert ist und nicht auf Fragen, Rückfragen eingegangen wird, wird einfach nur von deinem Gegenüber, von einem Troll auf Schlagwörter gescannt. Das wirst du einfach mal auch beobachten können, wenn du dir die ganzen Kommentarfunktionen mal ansiehst, bei den großen Nachrichtensendern, bei den großen Zeitungen oder auch sonst bei vielleicht auch Fanpages, die auch politische Inhalte haben. Schau dir das einfach mal an, wie da agiert wird. Und du wirst genau dieses Phänomen sehen. Du wirst dadurch auch sofort erkennen können, ob der Administrator erfasst, ob es sich um eine normale Person handelt, um einen normalen Menschen, der gerade stinksauer ist, oder ob es sich um einen Troll handelt, der sich in einer Mission befindet. Das erkennst du dann daran. Und beim Troll ist es auch die hasserfüllte Sprache. Beim normalen Menschen
Sie Idiot. Und beim hasserfüllten Menschen geht es dann eben darum, dass Sie Idiot nicht ausreicht oder Sie Arschloch reicht dann auch nicht, sondern dann geht es dann darum, dass es in diese persönliche Schiene geht, dass die Herkunft angegriffen wird, die Religion angegriffen wird, die sexuelle Orientierung angegriffen wird, das Familienleben angegriffen wird, dein Freundeskreis angegriffen wird, also alles, was dir persönlich etwas bedeutet. Deine Werte werden in Frage gestellt und werden angegriffen. Die Definition und die Denkweise der verschiedenen Trollarten. Das ist etwas, was ich in dem Webinar machen möchte. Also das ist wirklich etwas, wo ich sage, dass es dir da am meisten bringt, wenn wir uns da direkt unterhalten. Wenn du dann vielleicht auch Beispiele bringst, die dir untergekommen sind und ich dir dann auch anhand deines Beispiels erklären kann, das war gerade dieser Typ Troll. Der giftige Troll, der rosa-rote Brillentroll, der Nazi-Troll, der rechte Troll, der linke Troll, der professionelle Troll. Welche Art von Troll hast du da gerade? Und welche Arten gibt es noch und wie unterscheiden sie sich voneinander in ihrer Denkweise? Das sind große Unterschiede. Das sind sehr große Unterschiede. Da gibt es den kleinen Giftzwerg. Da gibt es aber auch jemanden, der so ein bisschen so Larifari, ach, ich mach mal mit. Da gibt es den Neidischen. Es gibt ganz viele unterschiedliche Arten von Trollen. Und es ist wichtig, dass du die eine Trollart von der anderen wirklich unterscheidest. Dass du dir anguckst, mit wem hast du es da zu tun. Ist es ein Mitläufer? Ist es ein Anführer, in Anführungsstrichen, oder eine Anführerin? Ist es jemand, der nur redet? Der seinen Hass verbal auslebt? Ist es jemand, der auch tätlich angreift? Ist es jemand, der dich anspuckt? Oder ist es jemand, der eine Waffe zieht? Das musst du einschätzen können und das hängt tatsächlich von der Art des jeweiligen Trolls ab. Wie du das erkennst, wie die sich von der Denkweise her unterscheiden und wie du dann auch damit umgehst. Also wie du mit ihnen verfährst, das möchte ich wirklich im Webinar durchgehen. Das sind schwierige Themen und da möchte ich ganz gerne auch wirklich eine geschlossene Gruppe haben. Das wird auch ein Bereich sein, der nicht irgendwo von mir noch veröffentlicht wird, sondern das ist dann tatsächlich eine geschlossene Gruppe. Die Aufzeichnung werde ich dann auch nur den Gruppenmitgliedern, also denjenigen, die in dem Webinar mit dabei sind, zur Verfügung stellen. Es wird also ein relativ geschützter Raum sein. Das vorweg. Wie genau das ist und welche Möglichkeiten du dann auch hast, wenn du das nicht mit deinem Klarnamen machen möchtest und auch nicht erkannt werden möchtest, sondern das eher machen möchtest mit einer falschen E-Mail-Adresse oder ähnlichen Dingen. Wie das dann funktioniert, erkläre ich dann auch beim Anmeldeformular, weil ich weiß, dass das ein Thema ist, das sensibel ist. Es gibt Menschen, die wirklich eine große Angst haben vor solchen Bedrohungen. Ich sage immer, mehr als einmal sterben kann ich nicht. Also dementsprechend gehe ich das Ganze eher gelassen an. Aber ich kann nachvollziehen, dass da eine große Angst vorherrscht und dass man da auch die Befürchtung hat, sich da irgendwo bloßzustellen vor anderen, weil man vielleicht nicht in Anführungsstrichen richtig reagiert hat, weil man nicht weiß, wie man reagieren soll oder ähnliche Dinge oder weil man da ein bisschen zögerlich ist. Deswegen da also schon mal vorweg die Aussage, das Ganze wird in einer geschlossenen Gruppe stattfinden. Das wird über Zoom stattfinden, definitiv. Also das Webinar werde ich über Zoom halten, in einer überschaubaren Gruppe. Ich denke mal so, lass es vielleicht so 15 Leute werden, 15, 20 Personen pro Webinar. Ich werde das wahrscheinlich an mehreren Terminen anbieten, dass dann einfach jeweils ein Live-Webinar ist und die Aufzeichnung den jeweiligen Teilnehmern und Teilnehmerinnen des jeweiligen Webinars zur Verfügung stehen. Also schon mal überlegen, ob das was für dich wäre.
Was ich dann auch definitiv in diesen Webinaren behandeln werde, ist die Art des Umgangs mit solchen Angriffen. Wie gehst du damit um? Was meine ich mit persönlicher Ebene ersten und zweiten Grades? Darauf noch kurz eingehend. Erster Grad, du persönlich wirst angegriffen. Zweiter Grad, jemand, der dir viel bedeutet, wird persönlich angegriffen, um dich zu treffen. Das ist also der Unterschied. Ja, das zum Thema Trolle. Und jetzt, wenn du mal auf die Uhr schaust, viel Zeit vergangen, es ist aber auch wirklich ein hartes und langes, schwieriges Thema. Ich mache jetzt erstmal hier wieder Stopp. Beende mal die Bildschirmfreigabe. Also, Trolle, wichtiges Thema, kommt leider häufiger vor, als es uns allen lieb sein dürfte. Webinaranmeldung, mache ich ein Formular fertig. Sorry, dass ich das heute nicht mehr geschafft habe. Also bei mir ging heute wirklich alles drunter und drüber. Aber morgen, spätestens übermorgen, hast du die Möglichkeit, dich da auch für anzumelden. Jetzt noch ganz kurz in Richtung Sonderausgabe Funkenpost. Geht ja auch in die Thematik. Funkenpost, für alle, die es noch nicht kennen, ist mein Newsletter. Ich nenne sie gerne Funkenpost, da hier verschiedene Funken verspult werden und Funken weitergereicht werden sollen. Themeninhalt ist ja mein Arbeitsbereich, also das Online-Dasein, alles, was damit zu tun hat. Soziale Medien, Technik, Marketing, Wertevermittlung und wie du andere Menschen berührst mit deinen Werten, wie du andere Menschen mit deinen Werten dann erreichst. Und eins dieser Themen jetzt anlässlich des Internationalen Frauentages, den wir ja am 8. feiern, ist das Thema Frauenhass und Diskriminierung, Rassismus. Wie Frauenhass und Rassismus miteinander zusammenhängen, welche Maßnahmen du ergreifen kannst, wie du dich positionieren kannst. Und es wird ganz speziell um die Punkte gehen in der Sonderausgabe jetzt, wie du das machst, wenn du so etwas erlebst. Wie verteidigst du dich verbal? Wie sicherst du Beweise für Polizei und Staatsanwaltschaft? Wie bereitest du die Anzeige vor? Wie führst du die Anzeige durch? Was kommt im Anschluss? Womit kannst du rechnen? Worauf darfst du hoffen? Wie geht's überhaupt weiter? Und was bringt das? Bringt das überhaupt was? Oder bringt das gar nichts? Und für wen bringt das was? Und da kann ich sagen, es wird auf jeden Fall dir gut tun. Es wird allen gut tun, die sonst noch mit dem Thema zu tun haben. Und es wird dir auch eine Sicherheit bringen. Das auf jeden Fall. Wer also sich für dieses Thema interessiert, dem empfehle ich an, sich für den Newsletter für meine Funkenpost anzumelden. Wie wo? Funkenpost kostenfrei. Kommt unregelmäßig, immer dann, wenn ich was zu sagen habe, wenn irgendwas passiert, wenn ich der Meinung bin, das müsst ihr unbedingt wissen, also sowas ähnliches wie Netzsprech, bloß nicht zu großen Themen, sondern zu höchst aktuellen Themen, wie beispielsweise, was fällt mir jetzt ein? Jetzt fällt mir auf die Schnelle nichts ein. Toll. Ich sag ja, heute ist ein Tag. Jetzt fällt mir jetzt habe ich eine leere Birne, so langsam, aber sicher. Ich habe heute wirklich einen Tag hinter mir. Aber egal. Also es kommen unterschiedliche aktuelle Themen immer. Und zwar immer aus dem Bereich Internet, soziale Medien, Technik, Marketing. Das ist der Inhalt von der Funkenpost. Ab und zu mal ein Angebot von mir, ist klar. Aber das musst du auch nicht annehmen. Du bist ja ein freier Mensch. Ich hoffe, es gefällt dir und ich hoffe, dass das eine oder andere für dich in Frage kommt, aber du bist nicht dazu verpflichtet. Also dementsprechend, ich freue mich, wenn dir das gefällt.
Wer die Funkenpost abonnieren möchte und dadurch dann eben auch die Sonderausgabe erhalten möchte, der kann die Funkenpost direkt über die Fanpage von Facebook abonnieren, und zwar über den Punkt Registrieren. Da draufklicken, dann kommst du auf das Anmeldeformular. Da dann deine Auswahl treffen, was du haben möchtest von meinen Newslettern. Und dann geht das seinen Weg. Dann geht das los. Dann kriegst du meinen Newsletter. Das dazu. Wer sonst noch in den Genuss meiner Sonderausgabe kommt, das sind auf jeden Fall die Akademie-Mitglieder. Und zwar aus dem Grunde, weil die Sonderausgaben meiner Funkenpost in Archivformat meinen Akademie-Mitgliedern zur Verfügung gestellt werden. Also wer kriegt die Sonderausgabe und wer kriegt überhaupt Newsletter? Die Newsletter an sich bekommen die Newsletter-Abonnenten, die Funkenpost-Abonnenten, und die Sonderausgabe bekommen die Newsletter-Abonnenten und die Akademie-Mitglieder. Sonst keiner. Kein Zugriff drauf. Auch nicht auf die Checklisten, die ich damit versende, die To-Do-Listen, die Schrittanleitungen, die Empfehlungen. Das ist exklusiv für meine Funkenpost-Abonnenten und für meine Akademie-Mitglieder. Das war's für heute. Ich versuche jetzt erstmal wieder einen klaren Gedanken fassen zu können. Ich habe mir jetzt schon was vorbereitet. Ich werde mir jetzt Folgendes gönnen. Eine Orange. Freue ich mich schon den ganzen Tag drauf. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Bis bald. Ich denke mal, nächste Woche kommt noch mal was zwischendurch. Ansonsten spätestens in 2 Wochen beim nächsten Netzsprech. Bis die Tage, macht's gut, haltet die Ohren steif. Lasst euch nicht verrückt machen. Tschüss.